In einem Ostberliner Gemeindehaus der evangelischen Kirche richtet sich eine Umweltbibliothek ein. Ihr Ziel, die Beseitigung von Informationsdefiziten. Umweltdaten unterliegen in der DDR Geheimhaltungsvorschriften. Die Bibliothek sammelt schwer zugängliche Bücher und Materialien. Wer will, kann sich hier informieren. Die Bibliothek arbeitet nicht im Untergrund, ist für jedermann offen. Seit September 1986 gab es hier erstmals für alle DDR-Bürger zugänglich Westbücher über Umweltproblematik, Demokratie und Menschen. Bei offiziellen Demonstrationen in Ost-Berlin ist es heute zu Zwischenfällen gekommen. Während der traditionellen SED-Kampfkundgebung zu Ehren der sozialistischen Revolutionäre Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden Demonstranten verhaftet, die sich mit eigenen Plakaten beteiligen wollten. Westliche Journalisten wurden an der Berichterstattung gehindert. Erich Honecker, Politbüromitglieder, darunter der greise Stasi-Chef Mielke, marschieren an der Spitze der Bewegung. Heute Morgen ab 9. Festgenommene wurden gemeldet, wie viele noch in Haft sind, ist nicht bekannt. Unter den Verhafteten von gestern auch Michael Arnold, Mitbegründer des Neuen Forum, einer politischen Gruppe, die sich unabhängig von Kirche und Partei gegründet hat. Arnold wurde heute wieder freigelassen. Das Neue Forum hat mit 1500 namentlichen Unterschriften unter dem Gründer. Gewährleistet die Unantastbarkeit der staatlichen Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik unter allen Lagebedingungen. Unser Dienst ist Klassenkampf, ist tägliche Auseinandersetzung mit dem Feind mit ganz spezifischen Mitteln. Unserem Organ wurde der Schutz der sozialistischen Errungenschaften und des friedlichen Lebens aller. Sammeln von Informationen zu einer Person in ihrem Umfeld, entweder im Arbeitsumfeld, da ist es relativ unkompliziert, da haben wir dann die Dienstvorgesetzten, Kader, Abteilung in den Betrieben oder Einrichtungen angesprochen, haben Erkundigungen eingeholt, aber mehr noch im Umfeld. Hut ab vor den Jens, nicht? Also eine größte Hochachtung, sie haben großartige Arbeit geleistet, sie haben aber auch andererseits. Ich war ja delegiert zum Studium, zum juristischen Studium an die Akademie für Staat und Recht nochmal. Was man uns durch die Geschichtsaufarbeiter immer wieder sagen will, wir haben also Fehler gemacht, wir haben gegen die Bevölkerung gearbeitet, wir haben ein flächendeckendes Spitzelsystem gehabt, das ist einfache Lüge. Einfach dazu moralische Sauberkeit. Positive Einstellung zur Arbeit und überzeugt sein von der Richtigkeit und Notwendigkeit der Arbeit.
Kriegsvorbereitung der aggressiven imperialistischen Kräfte Amerikas und auch Westdeutschlands. Diese Geheimdienststellen versuchen auf die verschiedenste Art und Weise, Agenten in der deutschen der vorliegenden Hinweise und zur Realisierung der genannten Aufgabenstellung wurde festgelegt, die Wohnung des Revisors konspirativ zu durchsuchen, drei operative Mitarbeiter, zwei davon in Uniform, realisierten unter der Legende Brandschutzkontrolle auf dem Dachboden die Vorsicherung. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Soweit es die Zeit zuließ, ergab die stichprobenartige Durchsicht der von Revisor gefertigten Gedichte und Romane, dass sich ein großer Teil dieser Machwerke